Subhanallah, ihr habt eine große Ehre. In so einer Zeit, wo wirklich versucht wird, den Muslimen im Namen des Islams den Islam aus der Tasche zu ziehen, habt ihr die Ehre, mit zu denen zu gehören, die diese Religion verteidigen. Und deswegen sage ich euch, die erste Aufgabe ist, wenn ihr heute nach Hause geht von hier, macht Dua zu Allah. Und sagt, oh Allah, stell dich heute hin. Bete von mir aus 11 Rakats. Zwei das Lieb, zwei das Lieb. Und sage, oh Allah, im Sujud, weine. Weine im Sujud. Und sage, oh Allah, gib mir die Ehre. Gib mir die Ehre, oh Allah, dass ich in dieser Zeit deine Religion verteidigen kann. Allah, gib mir die Ehre, dass ich dazugehören kann. Bruder, mach diese Dua heute, wird vielleicht dein Leben verändern. Glaubt mir, ich bin hier gekommen, euch zu aktivieren. Wir brauchen Soldaten für diese Umma. Und wenn ich von Soldaten rede, dann meine ich nicht Soldaten für den bewaffneten Kampf, sondern ich rede von Soldaten, die die Sunna verteidigen, die den Weg des Propheten verteidigen. Jetzt wirst du dir die Frage stellen, wie kann ich das machen? Wie kann ich diese Religion... Guck mal, das Wichtigste ist jetzt, dass du motiviert bist. Bruder, wenn du siehst, der Prophet wird bekämpft, die Religion des Gesandten wird bekämpft. Stell dir mal vor, du stehst am jüngsten Tag vor Allah und kannst sagen, oh Allah, ich habe deine Religion verteidigt, ich habe gelernt, ich habe was getan, ich habe Dawa gemacht, etc. Stell dir mal vor, Bruder, was das für eine Ehre ist. Bruder, du lebst nur einmal hier im Diesseits. Die Karten sind gegeben. Die sind verteilt worden. Du musst damit das Beste machen. Wir leben in einer Zeit, in einem Ort, wo wir gefragt sind. Hier wird versucht, deine Religion kaputt zu machen. Und Allah hat schon bestimmt, dass es Leute geben wird, die die Religion erhalten werden, erhalten lassen werden, schützen werden. Allah könnte das auch selber, aber Allah wird Leute ehren dadurch, dass er durch sie die Religion schützt. Das richtige Verständnis schützt. Das heißt, du musst dir jetzt die Frage stellen, ob du dazugehören willst. Allah wird diese Botschaft nicht vergehen lassen. Willst du dazugehören? Bruder, stell dir diese Ehre vor am jüngsten Tag. Stell dir diese Ehre vor am jüngsten Tag, dass du für Allah gearbeitet hast. So, was ist der erste Schritt? Der erste Schritt ist Wissen erlangen. Wissen von der Religion. Und ich sage euch eins, wir haben jetzt angefangen mit einem Fiqh-Kurs, mit einem Akida-Kurs und ich fange inshallah nächste Woche mit einem Sira-Kurs an. Ladet euch diese Vorträge runter. Dann gebe ich euch den Ratschlag. Lest jeden Tag etwas vom Koran. Und wenn es nur 5 Seiten sind. Aber ich gebe dir den Tipp, lies jeden Tag 30 Seiten, ein Juz. Und kauf dir ein Heft. Und schreibe ihnen das Heft, auch wenn es die Übersetzung ist, schreibt ihnen das Heft die entsprechenden Verse rein. Und ich will euch eins sagen, in 10, 12 Jahren werdet ihr viel erreichen können. Dann, Koran lernen, Verse aufschreiben und wie ihr auch den Koran lernen könnt. Guck mal, ich gebe euch jetzt ein Beispiel. Das Problem ist, manche fangen an den Koran zu lernen, dann versuchen sie die ersten Wochen reinzuhauen, wie nur was. Und dann brechen sie ein. Das ist wie jemand, der einen Marathon laufen will und die ersten 100 Meter spurtet. Der wird niemals schaffen, 42 Kilometer durchzujoggen. Aber wenn er gehen würde, wenn er spazieren würde, der wird ankommen. Also das heißt, eigentlich den Marathon, die 42 Kilometer zu spazieren, ist besser, als direkt am Anfang Vollgas zu geben und dann nie anzukommen. Ich gebe dir mal ein Beispiel, wie du, wenn du noch nichts vom Koran auswendig kannst, wie du innerhalb von 12 Jahren den Koran auswendig lernen kannst. Ungefähr. Guck mal, ein Jahr hat ungefähr 50 Wochen. Ein Jahr hat 50 Wochen. Ja? Wenn du jede Woche eine Seite auswendig lernst, hast du in 2 Jahren 100 Seiten. Der Koran hat ungefähr 600 Seiten.
dann hast du in 12 Jahren den kompletten Koran auswendig, wenn du eine Seite pro Woche lernst. Kannst du das machen? Du lernst zum Beispiel am Sonntag, sagst du, ich lerne eine Seite. Dann nimmst du dir so einen Stift und liest jeden Vers 20, 30 Mal. Jeden Vers 20, 30 Mal. Und danach machst du jeden Tag in der Woche, nimmst du dir 2 Stunden Zeit. Eine Stunde, um zu wiederholen, was du schon vorher gelernt hast. Und eine Stunde wiederholst du die Seite. Und du machst das zusammen mit Shoreim. Weil Shoreim liest ziemlich schnell, aber trotzdem Deutsch. Es ist einer der Imame im Haram. Mit dem brauchst du ungefähr in einer Stunde, liest er mit dir, der braucht für eine Seite zu lesen ungefähr 2 Minuten. Dann hast du, wenn du sonntags die Seite gelernt hast, und du liest dann Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag, jeden Tag eine Stunde, du hörst Shoreim und liest dabei. Na? Hast du dann 180 Mal die Seite wiederholt. Weil wie gesagt, der braucht 2 Minuten, um die Seite zu lesen. Das heißt, in einer Stunde hast du die Seite 30 Mal gelesen. Glaub es mir, wenn du eine Seite 180 Mal gelesen hast, dann hängt die im Kopf drin. Plus 1-2 Stunden hörst du dir, wenn du im Auto bist, anstatt Radio zu hören, tust du dir Vorträge reinhören. Wenn du einkaufen gehst, hörst du dir Vorträge an. Und was meinst du, was du in 12 Jahren für ein Wissen hast? Fang diesen Sonntag an. Der zweite Schritt ist, damit ihr nicht 100 Jahre warten müsst, ihr fangt jetzt schon an, Dawa-Projekte durchzustarten. Und zwar zum Beispiel das Lies-Projekt. Dann gibt es einen Dawa-Kurs, den wir anbieten. Weil es nicht jedem seine Sache. Es gibt verschiedene Sachen. Es gibt Brüder, die verteilen Flyer. Es gibt Brüder, die verteilen Bücher. Das ist alles kein Problem. Ja? Und was ich euch anbiete, ist, dass wir zum Beispiel in 4-5 Wochen uns wieder hier treffen. Zu einem Workshop. Wo wir einen Dauer-Workshop machen von vier Stunden. Und da bringe ich euch in 4 Stunden ein Dauer-Programm bei. Wie man lernt, Menschen vom Islam zu überzeugen. Muslime und Nicht-Muslime. Ich meine Muslime, die glauben ja schon an Islam, aber dass die auch praktizieren, weil wir haben 2 Haupt-Dawa-Gruppen. Die erste Dawa-Gruppe sind die Nicht-Muslime, die zweite Dawa-Gruppe sind die Muslime, die weit weg sind von der, vom richtigen Praktizieren. Ihr wisst es selber. Wie viele sind da draußen? Guck mal, wir haben jetzt Freitagabend, wie viele machen sich jetzt gerade fertig? Wir haben jetzt 23 Uhr, fast 23 Uhr, wie viele machen sich jetzt gerade fertig, um nachher in die Disco zu gehen? Ich glaube, das wisst ihr genauso gut wie ich. Und das ist übrigens, liebe Geschwister, das Problem, was viele Leute haben, die heute verantwortlich sind für Moscheen. Die kommen aus Ländern, sind hier hingekommen schon als Erwachsene, die kennen diese Versuchung nicht so, wie wir die kennen. Und deswegen haben die falsche Methoden. Deswegen, liebe Geschwister, wie gesagt, das ist mein Angebot. Erstens das Wissen lernen, fangt jetzt schon mal an. Beim nächsten Mal, wenn wir kommen, beraten wir uns nochmal, machen wir einen Dauer-Workshop und dann fangen wir an mit der Dauer. So gut wie jeder kann. وانتشت روحي وصار الدمع يجري يا إلهي خذ بقلبي للرشاد أشرقت نفسي بنور